Und es geht dabei um die mit Recht so beliebte. Oh Gott. Links, rechts bin ich wirklich gut. Ja, aber das ist immer, das ist eine Männersache. Bei räumlicher Orientierung ist es einer dieser Aufgabentypen, wo tatsächlich Männer im Vorteil sind im Vergleich zu Frauen, zumindest im statistischen Mittelwert. Ich stehe immer da und sage so, da, da, da. Und er wird echt sauer. Da wird er sauer. Doch. Nicht also sauer. So wie da, sag links oder rechts und so. Jetzt musst du da fahren, sagt sie. Nein, du machst es ohne Hand. Du machst es ohne Hand. Wir stehen vor einer Kreuzung und dann sagt sie mir, jetzt musst du da fahren. Nein, manchmal mache ich so. Nein. Du denkst wahrscheinlich so, aber du machst es nicht. Du musst jetzt da fahren. Ja, aber du sagst, wir sind ein Gehirn, dann hättest du das wissen müssen. Gut. Bin ich clever? Schlau. Schlau bist du. Ich habe ein Problem mit Orientierung. Tatsächlich ist mir einmal passiert. Ich war schwanger und war beim Konzert von Bon Jovi. Total happy. Gehe aus diesem Konzert raus und wusste nicht mehr, wo ich geparkt habe. Ja. Ich bin mit meiner Mutter, ich habe meine Mutter zum Bon Jovi-Konzert geschleppt. 1,5 Stunden am Parkhaus. Wirklich. Gelaufen und gelaufen und gelaufen. Und konnte, irgendwann bin ich in Tränen ausgebrochen. Ein Polizeiauto kam, hat uns genommen und ist zur Autobahn gefahren, Autobahnausfahrt genommen und mit mir den ganzen Weg gemacht. Und jetzt sind sie links oder rechts gefahren. Und ich so, ich weiß es nicht. aber wieso? Wenn's im aber sie wussten noch nicht mal, dass es im Parkhaus stand, das ich Auto. Wusste, dass da ist. Da. Ich habe ihn da gesagt und er hat es nicht verstanden. Und wirklich, ich glaube, nach 2,5 Stunden haben wir tatsächlich mein Auto gefunden, weil alle Autos weggefahren waren. Und mein Auto da stand. Ist leider gut. Ja. Und wir reden von der Arena Gelsenkirchen. Arena Gelsenkirchen. Wir reden von Arena Gelsenkirchen, da stand kein Auto mehr. Ja, das ist gut, dann findet man es wieder.